Herzlich willkommen. Dies ist mein Beitrag zu den Tux-Tagen 2021 und ich bin froh, dass ich auch dieses Jahr wieder dabei sein kann. Mein Name ist Michael Krümpel und ich betreibe den YouTube-Kanal Michel Franken und den gleichnamigen Blog michelfranken.de. Mein Beitrag dieses Jahr handelt von Debian GNU Linux und zwar konkret, welche der drei meist erwähnten Debian-Ausgaben sich für was im Alltag besonders eignet oder auch nicht. Ich wünsche viel Spaß. Debian GNU Linux solle den meisten eigentlich ein Begriff sein. Für die, die damit nichts oder nur wenig anfangen können, es handelt sich hier um eine der ältesten noch existierenden und relevanzbesitzenden Linux-Distributionen. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1996 zurück. Das Debian-Projekt besteht aus freiwilligen Mitarbeitern, die sich über den Debian-Gesellschaftsvertrag verpflichtet haben. Insgesamt beteiligen sich an Debian über 1000 offizielle Entwickler. Bei Debian gibt es immer mindestens drei Veröffentlichungen: Stable, Testing und Unstable. Stable ist die stabile Ausgabe mit Langzeitpflege. Hierbei handelt es sich stets um die Ausgabe, die Debian selbst allen Anwendern zur Installation empfiehlt. Eine stabile Edition erhält 3 Jahre volle Pflege und anschließend weitere 2 Jahre LTS-Unterstützung. Testing ist die nächste stabile Ausgabe, die sich in Entwicklung bzw. im Aufbau befindet. Die Software ist aktueller als in Stable, aber nicht gleichermaßen stabil und wird auch nicht akkurat mit Aktualisierungen versorgt. Unstable wird auch SID genannt und ist der Bereich, in dem die aktive Entwicklung stattfindet. SID ist quasi ein rollendes Modell, da Pakete fortlaufend aktualisiert werden und im Debian-Universum den neuesten Stand haben. An der Stelle können wir strikt der Debian-Empfehlung folgen und sagen, nimm Stable, Punkt, fertig. Das ist zumindest keine schlechte Wahl, denn ein Stable-System wird als nahezu unverwüstlich empfunden. Heißt, es geht in der Regel nicht kaputt. Pakete und Aktualisierungen sind getestet, sodass es allgemein zu wenig Änderungen kommt, was der allgemeinen Systemstabilität natürlich entgegenkommt. Doch hört man öfter auch, dass Anwender Testing oder gar SID im Tagesbetrieb am Desktop einsetzen. Ist das eine gute Idee? Wenn wir auf die Debian-Empfehlung hören, dann sicher nicht. Wieso? Weil nur Stable für den produktiven Einsatz gedacht ist und akkurat und zeitnah nach Bekanntwerden von Sicherheitslücken mit Korrekturen versorgt wird. Doch der Paketstand von Stable ist mehr oder minder eingefroren, sodass die Pakete schon mal älter sind im Versionsstand. Denn Stable bekommt bis auf einige Ausnahmen wie Firefox oder Thunderbird lediglich Sicherheitsaktualisierungen und Korrekturen für schwerwiegende Fehler nur im Ausnahmefall, wenn dies keine Regression auf andere Pakete zur Folge hat. Heißt, die Pakete in einer stabilen Version können mit der Zeit durchaus Fehler enthalten, deren Korrekturen jedoch nur den Funktionsumfang, nicht aber die Sicherheit betreffen. Das heißt, dass unter Umständen ein fehlerhaftes Programm in Stable existent ist, dieser Fehler wird jedoch nicht korrigiert. Aus dem Grund wechseln manche von Stable zu Testing oder SID. Schauen wir uns Testing an. Debian Testing ist die nächste stabile Version. Unabhängig vom Zeitstrahl ist Testing ein mehr oder minder isolierter Zweig, der ausschließlich zum Aufbau der kommenden Version verwendet werden sollte. Das Debian Security Team versorgt Testing nicht, sondern konzentriert sich ausschließlich auf Stable. Heißt, Patches werden nicht zeitnah bereitgestellt, sondern frühestens dann, wenn ein Paket durch Unstable gewandert ist. Hier kann es jedoch unter Umständen Tage bis Wochen dauern, bis ein Patch in Testing ankommt. Aus dem Grund ist Testing keiner Empfehlung wert für den Alltagsbetrieb. Natürlich werden Anwender sagen, dass Testing der bessere Kompromiss in Stabilität und Aktualität ist im Vergleich zu anderen Editionen. Allerdings ist das kein akzeptables Argument, denn die IT-Sicherheit darf man nicht ausblenden. Es besteht definitiv ein Restrisiko bei Testing, das bei Unstable geringer und bei Stable deutlich geringer ist. Die Vorteile von Testing sind aktuellere Software, die schon etwas stabiler bzw. mehr getestet ist. Der Nachteil von Testing, es gibt keine Sicherheitsaktualisierungen in angemessener Zeit. Bei fehlerhaften Paketen ist manueller Aufwand zur Beseitigung nötig. Schauen wir uns Unstable bzw. SID an. Hierbei handelt es sich um die aktive Entwicklungsumgebung von Debian. Das Debian Security Team pflegt zwar auch SID nicht, doch da es die Entwicklungsumgebung ist, darf davon ausgegangen werden, dass die Maintainer zeitnah neue Pakete einbringen, die dann auch bekannte Lücken schließen. Garantiert ist das jedoch weder im angemessenen Zeitraum noch im Umfang. Das gibt es nur für Stable.
SID ist demnach ein rollendes Linux-System. Es gibt keine Unterstützungszeiträume, keine Veröffentlichungsversionen etc. Alles ist im Wandel und somit einmal installiert, immer auf dem neuesten Stand. Der Fokus von SID liegt jedoch nicht in einem operativen Betrieb des Systems, sondern im Testen der Kompatibilität und Operabilität. Hier hat SID einen ganz anderen Fokus als zum Beispiel OpenSUSE Tumbleweed. Entsprechend erreichen SID keine getesteten Pakete, sondern sie erreichen SID, um getestet zu werden. Vorteile von SID? Es ist ein Rolling Release. Einmal umgestellt, nie wieder Versionssprünge nötig. Immer aktuellste Software und Pakete. Die Nachteile von SID? Es ist viel ungetestete Software im Zusammenspiel mit experimentellen Systemkomponenten. Keine offizielle Unterstützung vom Debian Security Team ist gegeben. Bei fehlerhaften Paketen ist manueller Aufwand zur Beseitigung nötig. Fassen wir dies nochmal kurz zusammen. Stable ist für den Desktop-Anwender und Server im täglichen Betrieb geeignet. Testing ist ausschließlich zum Testen der Paketintegrität und Funktionalität geeignet. Unstable ist vorwiegend für Entwickler und erfahrene Anwender geeignet. Es bleibt also die Frage im Raum, wie man Kompromisse bei Debian eingehen kann, wenn man einerseits die Stabilität des stabilen Zweigs in Verbindung mit aktueller Anwendungssoftware haben möchte. Das schauen wir uns im nächsten Kapitel mal an. Ein Debian mit aktueller Software klingt fast zu gut, um wahr zu sein, oder? Ist es auch, denn ohne einen Kompromiss geht es nicht. Vielleicht gibt es hier mehrere Optionen. Ich skizziere meine Lösung an der Stelle. Debian Stable ist als Plattform eine gute und sinnige Sache. Wir können uns auf einen robusten und stabilen Unterbau verlassen, der Sicherheitsaktualisierungen sehr zeitnah erhält und somit auch aus der Sicht der IT-Security durchaus auditkonform ist. Jenseits der Plattform bzw. Infrastruktur liefert Debian Stable auch Desktop-Anwendungen aus. Doch leider sind diese im Versionsstand für gewöhnlich veraltet. Das ist bei einer frischen, stabilen Version nach der Veröffentlichung nicht ganz so tragisch, doch nach einem oder zwei Jahren ist es dann doch deutlich spürbar. Eine Lösung für den Layer des Desktops wären Container-Software-Lösungen, also konkret zum Beispiel Flatpak, Snap oder App-Images. Ich hatte für mich ausgelotet, dass Flatpak ein sehr breites Angebot anbietet und keine schlechte Reputation genießt. Ob die abgekapselten Umgebungen schneller oder langsamer starten als ihre Äquivalente aus der nativen Paketverwaltung, ist hier nicht Gegenstand der Diskussion und manchmal vielleicht auch eher subjektives Empfinden. Manche regen an, dass ein Flatpak-Paket mehr Plattenplatz braucht. Das mag sein, da hier für den Container ein bisschen mehr bereitgestellt werden muss als bei dem nativen Paket. Doch im Jahr 2021 erwarte ich eigentlich, dass jeder bei 256 oder 512 GB SSD oder mehr einsteigt am Desktop. Ergo lautet mein Kompromiss, eine stabile Basis wie Debian Stable in Verbindung mit aktuellen Desktop-Programmen vorzugsweise via Flatpak, wo die Debian-Pakete zu alt sind. Auf Backports verlasse ich mich im Übrigen nicht so gerne, da deren Pflege ungewiss ist und vom Security-Team entsprechend nicht versorgt werden. Für die, die mit dem Begriff Backports nichts anfangen können, hierbei handelt es sich um Softwarepakete, die für gewöhnlich eigentlich aus Testing kommen, aber für Stable zurückportiert wurden. Das geschieht oftmals zu dem Zweck, eine neuere Programmversion bereitzustellen. Doch wie schon gesagt, ohne Gewähr auf Versorgung mit Aktualisierungen. Aus dem Grund sehe ich mich mit dem Kompromiss der Flatpak-Pakete besser aufgestellt. Zwar werden Flatpaks nicht vom Debian Security Team versorgt, doch ist es erfahrungsgemäß so, dass die Flatpak-Pakete sehr zeitnah aktualisiert werden. Der Charme ist halt, dass man stets den neuesten Versionsstand bekommt. Die alternative Lösung AppImage ist nicht ganz so komfortabel in der Versorgung mit Aktualisierungen wie Flatpak. Man muss für gewöhnlich ein neues AppImage-Paket manuell herunterladen und seinem System bereitstellen. Der Vorteil dabei ist aber, dass wenn die neueste Version Kinderkrankheiten mitbringt, man ganz bequem wieder auf die Vorgängerversion zurückgehen kann, indem man diese einfach startet. Natürlich unter der Prämisse, dass man diese nicht vorher schon gelöscht hat. Die Snap-Container-Lösung kommt aus dem Ubuntu-Universum und kann sich meines Wissens nach auf anderen Distros nicht merklich durchsetzen. Ergo würde ich auf einer Plattform wie zum Beispiel Debian oder OpenSUSE Leap nicht mit Snap anfangen, sondern bevorzugt mit Flatpak, aber das ist persönliche Präferenz. Wenn jemand lieber Snap einsetzt, ist das für mich am Ende des Tages auch in Ordnung. Doch es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. So stieß ich auch schon auf Probleme in Verbindung mit Debian Stable, Flatpak und Flatpak Software. Ein Beispiel gefällig? Gerne. Debian Buster in Verbindung mit Flatpak und dem Software-Container an Google Chromium. Das kann man schon seit geraumer Zeit nicht mehr unter Buster installieren, da das bereitgestellte Flatpak Software-Paket mit Version 1.2.5 zu alt ist für an Google Chromium.
Mir ist an der Stelle die Transparenz wichtiger als ein Produkt zu verkaufen oder an den Mann zu bringen. Denn das ist meine gesammelte Erfahrung und die möchte ich gerne mitgeben. Bei Debian 11 Bullseye ist das Problem obsolet, da mit Flatpak Version 1.10.2 die Mindestvoraussetzung bereits erfüllt ist. Doch wie sieht das mit Bullseye in einem Jahr aus? Das ist leider nicht ganz klar. Es kann also Flatpak-Container geben, die eine neuere Flatpak-Version erfordern, als Debian Stable bereitstellt. Dummerweise konnte ich kein Flatpak-Paket in den Backports finden, ebenso wenig konnte ich ein Repository finden, das Flatpaks in neuerer Version für Debian bereitstellt. Bleibt also nur, selbst zu kompilieren. Doch ob das alle wollen? Das wage ich mal zu bezweifeln. Fairerweise war das aber auch nur auf Ungooled Chromium bei mir begrenzt. Ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber dennoch ein exemplarisches Beispiel. Bei Ubuntu 20.04 fand ich das übrigens auch so vor, doch kann man da ein PPA des Entwicklers einbinden und erhält die neueste Flatpak-Version. Hier lässt sich das Problem also ganz klar auf die abgehangenen Pakete in Debian Stable eingrenzen. Das lässt sich nicht schönreden, dass das Problem auf einen zukommen kann, wenn auch gleich es eher die Ausnahme ist. Trotzdem ist Tatsache, dass bei Debian Programme lediglich Sicherheitsaktualisierungen erhalten, zumindest am Desktop ist das ja nicht immer vorteilhaft. Es findet praktisch keine wirkliche Paketpflege innerhalb von Stable statt. Selbst wenn Entwickler dies wollten, müssten die Maintainer die Pakete bereitstellen. Das ist mir jedoch nie in Stable untergekommen, bis auf zum Beispiel Firefox und Thunderbird. Also an der Stelle ein ganz klarer Hinweis, die Pakete bleiben unverändert bei Debian Stable, sofern nicht mal ein Sicherheitspatch kommt. Das ist aber unabhängig vom Versionsstand. Im Linux-Universum mangelt es nicht an Optionen und Möglichkeiten. Und man sollte auch nicht absolutieren, immer die universal beste Linux-Distribution gefunden zu haben. Gleichwohl kann man aber für sich selbst die beste Variante finden. So ist die Kombi aus stabiler Plattform und aktuellen Flatpaks für mich völlig in Ordnung. Aber wird bei dir sicherlich keine Katze hinter dem Ofen vorlocken, wenn du überzeugter Arch-Anwender bist. Das sollte klar sein, oder? Ob die unendliche Bandbreite an möglichen Lösungen die potenziellen Anwender überfordert oder nicht, sei mal dahingestellt. Mit der Zeit und dem entsprechenden Willen dürfte jeder seine optimale Konfiguration finden. Oder einfach mit einer Einsteiger-Distro wie Linux Mint starten und dann mal sehen, wohin die Reise geht. Ich habe mit Debian über Jahre hinweg recht gute Erfahrungen gemacht, sowohl am Desktop als auch am Server. Die Stabilität ist felsenfest und entsprechend auch die Verlässlichkeit und Kontinuität. Natürlich würde ich mir auch neuere Desktop-Apps wünschen, aber das ist nun mal nicht das primäre Ziel von Debian. Hier gehen andere Distros wie zum Beispiel OpenSUSE Leap einen etwas mehr Desktop-Anwender konzentrierten Weg. Auch bietet OpenSUSE mit dem ButterFS-Dateisystem in Verbindung mit Snapper eine Wiederherstellungsoption, wo Debian mit Bordmitteln nicht mithalten kann, was letztlich auch für mich der Grund war, mich wieder ein bisschen mehr auf OpenSUSE Leap zu widmen. Doch das ist hier nicht das Thema. Kommen wir zu Debian zurück. Stable kann man grundsätzlich jedem empfehlen, egal ob für Desktop oder für Server. Hier muss man jedoch einräumen, dass wer Debian am Desktop einsetzt, zunächst etwas Aufwand in die Desktop-Anpassung vermutlich wird investieren müssen. Es sei denn, dir gefällt es so, wie Debian es ausliefert. Testing würde ich nicht mal dann einsetzen, wenn ich dafür bezahlt werden würde. SID setze ich nur als virtuelle Maschine ein. Das geht schon über Jahre so. In dem Zeitraum haben sich aber auch schon 2-3 Systeme so dermaßen zerlegt, dass ich sie nicht retten konnte in der Mangelung an Zeit und Lust. Je älter man wird, desto weniger Zeit hat man zu solch intensiven Basteln. Zumindest geht das mir so. Dementsprechend würde ich SID nicht einsetzen, weder am Desktop noch am Server. Ich rate grundsätzlich ausschließlich Debian Stable einzusetzen. Mit folgender Faustformel sammelte ich in der Vergangenheit übrigens gute Erfahrungen. Am Desktop frühestens ab dem ersten Point Release auf eine neue Debian-Version springen, besser erst ab dem zweiten. Am Server frühestens ab dem zweiten Point Release auf eine neue Version springen, besser erst ab dem dritten. Ich hoffe, ich habe jetzt den Testing- oder SID-Anwendern nicht die gute Laune verdorben. Es war nicht die Intention meines Beitrags, das schlecht zu machen. Es ging lediglich darum, die Verwendungszwecke aufzuzeigen und mal zu beleuchten, was es damit eigentlich auf sich hat. Das Ganze schlagerprobt, ehrlich und transparent. Ich will niemanden Debian verkaufen. Auch will ich nicht Testing oder SID schlecht machen. Doch es wird weder von Debian für den produktiven Einsatz empfohlen, noch hatte ich anderslautende Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht. Also kann ich gar nicht anders, als bei der Wahrheit zu bleiben. Ich hoffe, ihr versteht das. Alternativen zu Debian Stable könnten sein Ubuntu LTS oder OpenSUSE Leap. Diese sind ähnliche LTS-Versionen, die sowohl für den Server als auch für den Desktop mit Langzeitpflege und beide von Linux Enterprise-Unternehmen kommen.
Unter das Dach von Ubuntu werden natürlich auch alle auf Ubuntu LTS aufsetzenden Distros wie Linux Mint, Zorin OS oder Elementary OS mit eingeschlossen. Zumindest für den Desktop. Wem das alles vom Paketstand her zu alt ist und lieber am Puls der Zeit sein will, findet mit OpenSUSE Tumbleweed, Manjaro, Endeavor OS, Garuda oder Arch sicherlich bessere Optionen. Mir ging es hier ausschließlich darum, die Debian-Edition einmal aufzuzeigen und klar voneinander abzugrenzen. Ich hoffe, dies ist mir gelungen. Dieses Video erscheint exklusiv bei den TUX-Tagen 2021 und morgen dann auch auf meinem YouTube-Kanal. Vielen Dank euch allen für die freundliche Aufmerksamkeit und weiterhin viel Spaß auf den TUX-Tagen. Macht es gut, Gruß aus Würzburg, euer Michel.